Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Und zwar geht es in diesem Video über das neue Spiel Valheim. Valheim ist frisch im Early Access gestartet, nenne ich es jetzt mal, über Steam. Also ab heute, ab dem 2. Februar über Steam erhältlich. Valheim ist ein Wikinger-Survival-Fantasy-Spiel. Das ist so das, was ich weiß. Grafisch jetzt definitiv nicht das übelste Nonplusultra, aber es sah erstmal nicht doof aus. Und da würde ich sagen, starten wir direkt rein, indem wir einen Charakter erstellen. Ach ja, und eine kleine Warnung vorab, wenn ihr das Spiel starten solltet. Alter, das knallt hier so dermaßen die Ohren weg, es geht gar nicht. Aber wie ihr schon seht, Grafik ist wie gesagt nicht so. Weil ich kann noch mal gucken. Einstellung, Grafikeinstellung. Nö, ist soweit alles auf hoch. Gut, ne, das ist ja okay. So, genau, hier Charakter, so männlich. Gucken hier, was nehmen wir denn für Haare? Ich kenn das kaum, kann ich hier ranzoomen? Geflochten. Schweres Rüsch. Nee, kurz, nee. Lang. Pferdeschwanz. Frisur egal. Hö. schräg. Gott, nee, sieht ja kein Wikinger aus. Okay, nur was von dem ersten. Geflochten. Alter, was ist das denn? Nee. Ja, nimm mal das. So, dann brauchen wir natürlich noch einen ordentlichen Bart. Dick. So, Haarfarbe. Ich hätte gern schwarz. Was, Blondheit? Ah! So, schwarz. Hautfarbe. Alter Junge! Der ist doch hier verstrahlt, da wäre ein Tschernobyl so hell wie der leuchtet. Ja, nimm mal hier so. Namen eingeben. Ari. Fertig. So, starten, voilà. Was? Neue Welt, sieht, bla bla bla. Keine Ahnung. Harry. Nee. Let's play. Keine Ahnung. Gibt's Let's Play? Ich weiß es nicht. Spiel beitreten? Wir machen erstmal Einzelspieler. Erstmal gucken, was uns so erwartet. Erstmal schauen, was uns erwartet. Kostet aktuell auch gar nicht so viel. Kostet 16,79 Euro. Ja, ist erstmal ein bisschen Geld, aber kurz ist auch im Early Access. Aber ich denke mal, also die Bewertung bisher, jetzt gerade wo ich es runtergeladen habe, waren glaube ich knapp 100 Bewertungen. Und ich glaube 82% positiv. Bei einer, was ich nicht verstehe, der hat das wahrscheinlich vorbestellt oder so, der war schon irgendwie bei 37 Spielstunden. Obwohl das Spiel erst seit, naja, 3 Stunden, 41 Minuten bei Steam online ist. Und ich hoffe, ihr hört mich, weil die Musik übelst laut ist. Oh, eine Story? Vor langer Zeit vereinte Allvater Odin die Welten. Nachdem er seine Feinde niedergerungen hatte, schleuderte er sie auf die 10. Welt, bevor er die Zweige des Weltenbaums spaltete, die ihre Gefängnisse trugen. Dadurch gab er sie einem Exil anheim, in dem sie angerlos umhertreiben würden. Diese Welt fiel jahrhundertelang in einen unbehaglichen Schlaf, doch dies war nicht ihr Ende, denn während Eiszeiten kamen und gingen, so entstanden auch Königreiche, die sich der Sicht der Götter entzogen. Als Odin vernahm, dass seine einzigen Feinde erneut erstarkt waren, schaute er gegen Midgard und entsandte seine Valkyren, um die Schlachtfelder nach den größten Kriegern zu durchsuchen. Wenn gleich tot, würden sie neu geboren werden. Alter, du musst aber auch schnell lesen, du. Junge, Junge, Alter, was ist das für ein Riesenvogel? Seht ihr, dass der da dran hängt? Das ist eine Valkyre? Tatsache. Krass. So. Abendhelm. Kann ich hier. Oh, ich kann schon hier. Ich kann schon was bewegen. Kann ich ranzoomen?
gewittert ganz schön. Achso, und wir sind jetzt einer von diesen Auserwählten oder was? Wir müssen hier Odins Feinde besiegen. Oh Gott, Wald! Wald! Du bist nass. Sei gegrüßt, Krieger. Ich bin nass. Ach da. Was ist das jetzt, die Valkyrie? Okay, grafisch. Ja, okay. Ja. Ah, Wanderer, schau. Schau zu deinen Füßen. Schau, was du tust. Du betrittst unser Grab. Hier liegen unsere Knochen. Du wirst es büßen. Wir ziehen dich herunter. Du brauchst einen Sarg. Gut, okay. Nicht gleich so aggressive. Ich bin nach anderthalb Minuten nass. Ja, gut, Grafik. Ja, gut. Sag mal, in der Grafik können ja noch ein bisschen schrauben. Wobei, das muss ich jetzt sagen, so diese Ferne. Das scheint der Baum Yggdrasil zu sein. Sieht das jetzt erstmal so nicht so doof aus. Ne? Das ist ja unten, na gut. Bei das sieht jetzt halt von der Textur her schon aus PS1, aber wenn ich jetzt mir so den Vogel angucke. Obwohl, ich quatsche jetzt mal mit Hugin. Willkommen in der 10. Weltkrieger. Ich bin Hugin. Und ich wurde an diesen Ort gesendet, um dich zu führen. Die dich umgebenden Megalithen sind Opfersteine. Sie repräsentieren all die Wächter, die du bezwingen musst, um dich Valhallas würdig zu erweisen. Bitte was? Ich springe. Hast du dich gerade wirklich von hier nach da teleportiert? Der Stein ist ein Fekvisier? Wegvisier? Diese magischen Steine wurden durch Odin über die Ländereien verstreut, um als Markierung für den Ritualboden von Wächtern zu fungieren. Wenn dieser Stein hier genau untersucht wird, gibt er den Beschwörungsort von Eiktier preis, deine ersten Beute. Da diese Bestie überaus mächtig ist, solltest du dich zunächst entsprechend bewaffnen, bevor du auch nur daran denkst, dich ihr zu stellen. Geil, ich bin wieder trocken. Jungs, ich bin wieder trocken. Ich kann wieder Alkohol trinken. Sagt er. Sein Geweih aus Eisen ist kein Witz. Es zerschmettert alles. Berg, Baum und Kind. Seine Hufe klingen wie ein mächtiger Blitz. Ach, Stimme soll es bestimmt sein. Seine Stimme tönt wie der mächtige Wind. Alter. So, was steht hier? Ich bin König, bin Erster im Wald. Ich beherrsche die Tiere, ich kenne ihre Pein. Meine Wurzeln wuchern bei Städten sehr alt. Ihr Fleisch ist mein Mahl, ihr Blut ist mein Wein. Kann ich hier was machen? Fähigkeit verbessert, springen. Ist es da nicht Spring höher? Fähigkeit verbessert, Spring 2. Alter, das ist ja. Das ist der Sprungtrainingssimulator 2021, Jungs. Was? Trophäenhaken, Objekt anhängen. Vor vielen, vielen Jahren trug er eine Krone. Der Himmel war rot, man konnte es sehen. Heute ist da nichts, ist Asche, ist Staub. Doch sein Geist wird niemals vergehen. Ach, da muss ich hier bestimmt, wenn ich die jeweiligen besiegt habe, muss ich das wahrscheinlich hier dranhängen. Schwarze Flügel vom Mond bis zur Sonne schwebt unsere Mutter vom Gebirge her nieder. Ihre weinenden Tränen fallen wie Regen, ihre Stimme ruft uns erneut heim. Wenn ich renne, trainiere ich dann nur aufs Rennen. Feg wie sie Eiktere hier. Ach, da ist er oder was? Was? Schöne Viecher. Ast. Holz. Hä? Da war doch gerade ein Ast. Was? Okay. Das Blocken. Ah, okay. Also rechte Maustaste gedrückt halten und dann Leertaste ist ausweichen. Linksklick ist halt boxen. Angreifen. Und mittlere... Oh, was bist du für einer? Mittlere Maustaste ist halt zudrehen. Fuß runter! Alter! Unbewaffnet! Ich kann dich auch trainieren. Alter!
Ich box dich kaputt, du Kreiling. Harz? Ach, das hat er jetzt automatisch aufgehoben. Okay. Buche. Ich mach dem 0 Damage. Cool, Fähigkeit verbessert, unbewaffnet. Alter, Digga, wir trainieren härter als Rambo. Hab ich hier irgendwo einen? Okay, mit C-Turnier. Ah. Gibt's hier ein... Hallo? Gibt's hier irgendwie ein Inventar oder sowas? Tab? Ah, mit Tab. Holz. Was ist das? Zerlumptes Hemd. Immerhin besser als nackt zu sein. So. Fackel einhändig. Keule. Okay. Ah, ich kann eine Fackel spendet. Wärme und Licht kann auch als Waffe verwendet werden. Hinterhältigkeit. Dreimal Bewegungstempo. Minus 5%. Haltbarkeit. Hauen. Feuer. Blockwert. Ah, aktive Effekte. Okay. Was gibt's hier? Fähigkeiten. Es gibt Springen, Rennen, unbewaffnet, Keulen und Blocken. Erhöht Geschwindigkeit und verringerte Ausdauerregeneration während des Rennens. Ach, erhöhte Geschwindigkeit. Ach so. Springen, Sprung. Oh, doch, Sprunghöhe, unbewaffnet. Schaden, wenn unbewaffnet. Also der Schaden wird größer. Schaden mit Keulen. Absorbierter Schaden beim Blocken mit einer Waffe oder einem Schild. So, was ist der Pokal? Trophäen, okay. Was ist das hier? Achso, PvP-Schar, okay. Aha. So, okay, jetzt heißt es hier. Gucke Gadget Power Ranger, mache was. Ah, hier, Busch müssen wir zerkloppen. Und da kriegen wir Holz. Wenn wir Busch zerkloppen. Okay, ich muss sagen, grafisch ist wirklich... Aber gut, Grafik ist nicht immer alles, ne? Ah, wirklich mal der Ausdauer hier verbessern. Oh, hier gibt's was zu futtern. Gibt's hier irgendwas Essen? Ja, Essen habe ich dort unten links eine Leiste. Himbeeren. Achso, das kann ich aufheben. Himbeeren. Ist das so schlau, das abzubauen? Egal. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Ich schon eine Fackel? Tatsache. Ich habe ja schon eine Fackel. Da kommt schon wieder so ein Kreiling. Digga. Ich mach dich fertig. Es sind schon mal cool, dass das Sachen automatisch aufhebt. Jedes Mal hört man hier irgendwas im Busch. Keule. Fertig. Nee, gut, okay, die Übersetzung ist jetzt auch nicht so mega nice. So. Ja, kann ich nicht craften. Nur eine Fackel und eine Keule? Oder wie? Aber vorhin noch gerade die Krähe. Da. Willkommen. Hugin. Die meisten Objekte müssen hergestellt werden. Da du Midgard allerdings kürzlich verlassen hast, musst du dich an die wahre Form von Objekten zunächst erneut erinnern. Hebe einfach alles auf, was du findest, und es fällt dir schon wieder ein. Mein kleiner Bruder Munin sagt mir, dass ich mit Hilfe von Holz und Stein eine Steinaxt herstellen muss. Aber wie kriege ich jetzt Stein? Ich bringe Nachrichten. Wer? Wo? Was? Dieser Vogel. Der verwirrt mich. Das kann ich ja hier aufheben. Aber... Oh, das Wildschwein. Dem will ich mich eigentlich näher legen mit dem Wildschwein. Das müssen wir jetzt nach kleinen Steinen Ausschau halten, oder was? Du hast etwas zu essen gefunden, Verzerrers, um dein Leben und Ausdauer wiederherzustellen. Bedenke, dass es nicht lange dauern wird, bis du hungrig warst. Da sollst du immer einige Nahrungsmittel mit dir herumtragen.
sieht eigentlich schon alles safe aus wegen Essen, dort unten die Anzeige. Gibt's hier irgendwo kleine Steine? Ah, da! Kleiner Stein. So, neues Material, Stein, neue Anleitung, Steinhabler. Ah, jetzt kann ich hier. Eine einfache Axt, um Bäume zu fällen. Ein hölzerner Hammer, der zum Bauen benötigt. Ah! Vier Steine. Jetzt muss ich ja vier solche dämliche Steine sammeln. Mega, das ist ja Anfang von Survival-Spielen, ist es ja immer so. Erstmal sammeln. Ich brauche einen Stein, hier ist noch ein Stein. Du bist nicht klein genug. Alter, Steine in so einem fiesen Dickicht hier finden. Gute Nacht, Marie. Hallo? Oh, hier ist noch ein Stein. Da ist noch ein Stein. Nice! Was ist das? Oh, geil, gleich drei Steine. Digga. Oh, hier sind. Ah, hier sind übrigens viele Steine. Nice. Ich bin im Steinschlaraffenland. Komm hier hoch. Ja, auch, sagst du. Alter, Haufen Steine und Himbeeren. Was ist das gerade? Oh Gott. Steine und Himbeeren. Das gibt's hier im 10. Lande. Steine und Himbeeren. Ey. Gib mir die Himbeeren. Ich habe gesehen in dem. Was bist du? Ich habe gesehen in dem Trailer zum Beispiel. Da hat sich da euer Fischenpalast gebaut. Das war übel. So, jetzt mache ich mal eine Steinaxt. So, zack. Jetzt tun wir ja mal. Ach, Holzhacken gibt es da jetzt auch. Oh. Also man lernt das dann mit der Zeit. So, mal gucken, wie lange wir brauchen, um so einen Baum zu fällen. Vor allem, wie viel Holz da gibt. Wir machen schon mehr Schaden, wenn wir das skillen. Okay. Ich habe mich gerade übelst erschrocken, aber wir kriegen von Bäumen... Oh geil, ich kann damit nur kämpfen. Wir kriegen von Bäumen, die umfallen, kriegen wir Schaden. Und das ist nicht gerade zu wenig. Alter Finne, verpiss dich! Ich hab nur noch ein Leben. Alter, ah, mit Rechtsklick-Dusch. Ach nee, die Leiste kann doch noch voller werden. Du kannst nicht mehr Himbeeren essen. Aber warum? So, möchte ich jetzt gehen. Ja. Na gut, das ist eigentlich relativ real. Dein Ernst, oder was? Bei dieser Baumstamm. Einen halben Meter gerollt ist, bin ich jetzt gestorben. Oh, jetzt bin ich auch noch nackig. Oh, es wird mir auf der Map angezeigt. Na Gott sei Dank. Okay. Wir merken uns. Bäume sind tödlich. Da ist ein Wildschwein. Dem will ich mich nicht anlegen. Sei gegrüßt, Krieger. Ja, was willst denn du? Lass mich doch mal hier machen. Aufstehen, du bist doch nicht fertig, Krieger. Jedes Mal, wenn du niedergestreckt wirst, vergisst du einen kleinen Teil deiner Fähigkeiten. Fertigkeiten und du lässt deinen Besitz fallen an dem Ort, an dem dich der Tod umarmt hat. Wenn du dir inzwischen wünschen solltest, wieder zu Hause zu sein, dann empfehle ich dir, dort ein Bett zu bauen, wo auch immer du dich nun zu Hause fühlst. Gut, da würde ich sagen,
war's das erstmal mit der ersten. Oh, herrlich hier mit so einem kleinen. Hier ruht Harry. War's das mit der ersten Folge von Malheim? In Fail hatten wir ja schon. Und nee! Der rollt ja dann weiter. Oh Gott im Himmel, ey, diese Baumstämme, die waren mich, glaube ich, noch öfters killen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, wenn euch das Spiel zusagt, holt es euch gerne. Ist aktuell bei Steam für 16,79 zu haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.